Der Danny Frevel, Marketingverantwortlicher beim HC Thurgau. Der Mann, der verantwortlich ist, dass er in Geld in die Kasse hineinkommt. Wie ist es auf diese Saison hingelaufen? Eigentlich ist es sehr gut gelaufen. Wir haben die nächsten zwei Saison haben wir eine Sockelfinanzierung von der Hälfte des Budgets, sind rund 1,2 Millionen, wo wir fix reinnehmen können, auf zwei Jahre raus, aber auch im Bereich Printwerbungen und in den Hallen rein ist es sehr gut gelaufen. Wenn man hier die Hallen anschaut, es ist voll mit ehemaligen, aber auch mit neuen Werbern und das stimmt eigentlich zuversichtlich. Also schon genug Sponsoren zusammen? Nein, ich denke nicht, genug kann man nicht haben. Wir haben immer noch freie Flächen, auch in der Printwerbung. Printwerbung da zeugt eigentlich erst, wenn es an und für sich spielen tut. Und da hofft man natürlich auf einen guten Start und sportlichen Erfolg, dass wir da die Inserenten gewinnen können. Aktuell ist das Problem, ein sehr starker Schweizer Franken hat da Einfluss im Sponsoring? Also momentan merken wir es nicht und man muss auch sagen, von der Wirtschaft aus gesehen, ich selber als Unternehmer spüre das auch, wird das im Bereich Herbst, Winter, wenn sich der Franken zwischen 1,10 und 1,20 wird heben, ist das sehr schlecht für die Wirtschaft. Wir brauchen etwa 1,30 und dann sind es eigentlich, wird es gut aussehen. Aber momentan merken wir nichts vom starken Schweizer Franken. Wir hoffen, dass sich der wieder normalisieren im Bereich 1,30. Im Marketing sind ja doch auch noch ein paar Aktionen geplant, jetzt nächsten Freitag. Zum Beispiel mit dem ersten Heimspiel fängt es an. Ja, am Freitag haben wir Aktionen, 50% Reduktion auf die Eintritte. Dann haben wir auch den Fan-Express vom Hinterthurgau, hier im Mittelthurgau. Dann haben wir das ALS-Spiel am 2. Dezember, wo wir an und für sich auch wünschen, die Güte voll haben. Und am 17. Dezember das traditionelle Weihnachtsspiel, wo wir auch eine volle Hütte hoffen. Besten Dank für die Auskunft. Viel Glück.